Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Devil May Cry 5 mit dem Ralf. Von der letzten Folge haben wir den guten Dante aus seinem Schlummer erweckt und spielen quasi den Prolog nochmal neu aus seiner Sicht, wie es dazu kam, dass er, gegen diesen Urizen versagt hat und wie er letztendlich da gelandet ist, wo er nach einem Monat lang rumgechillt hat. Tja, das werden wir jetzt erfahren. Also gehen wir mal weiter. Und ja, Zwischensequenz. Ui. Was bist du für einer? Wollte sich da rasieren? What the fuck? Chaos. Okay, dann muss ich wahrscheinlich den Modus wechseln. Ja, das ist Trickster-Modus vielleicht gar nicht so schlecht gegen das hier. Der nächste. Komm doch. Auf dem Schnauze. Mir gefällt dieser Ballrock. Mag das. Richtig schön brutal Ofenfresse. Feuer aus. Oh. Einfach draufhauen. Diese Musik. Da muss ich immer an Nanatsu na Taizai denken, also die Seven Deadly Sins, wenn einer das Main Theme von dem kennt. Das klingt so ähnlich. Das sieht komisch aus. Aha. Alter. Ha!
Das ist auch neu, sowas. Dass sich sowas dann auf Zeit schließt. Gut. Gegen diese Fliegeviecher habe ich noch keine richtige Taktik mit Dante. Da war das halt geschickt mit Nero, weil der kann halt seinen Devil Breaker nehmen und sich zu denen heranziehen. Das fehlt mir jetzt hier ein bisschen. Zumindest nur bei diesen Fliegeviechern. Alles, was auf dem Boden ist, mache ich mit Dante besser platt. Habe ich doch genau gesehen. Bäm. Ofenfress. Der ist schon tot. So gut. Die halten halt nichts aus, die Kleinen. Ja, war ja klar. Wo ist er denn? Bam, 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 Ofenfresse! Wie habe ich jetzt den Stil geändert? Das ist der Trittstil, der Sanji-Stil. Erledigt. Da sind wir selber eine Runde gelaufen. Wie stelle ich das um? Ziel ändern, Ziel erfassen, da kann Zielaktion, Kamera zurücksetzen, provozieren brauche ich nicht, Schusswaffe wechseln, Nahkampfwaffe wechseln. Oh geil. Wenn ich gedrückt halte, macht das so geile Dance Moves.
Ballrock. Und Waffenwechsel. Ja, das sagt mir jetzt aber nicht, wie ich zwischen Tritten und zwischen Schlagen wechseln kann. Ihr Spastis. Okay, wie komme ich da hoch? Bleib mal schön hier. Nee. Nicht, dass er sich hier verpisst. Lass mich nicht, du Arschlump. Den rausholen. Oh, das gibt eine Shard für den Devil Trigger. Nett. Aber ich würde jetzt schon gerne mal wieder auf die Faust wechseln. Kann ich hier nicht durch? Schade. Ich hätte gedacht, da komme ich dann in einen anderen Raum zurück. Denn hier noch was übersehen? Ich hätte von da dahin springen müssen. Ich Idiot. Habe ich zu spät gesehen. Oh mein Gott. Weiß ich fürs nächste Mal, wenn ich hier mal wieder vorbeikomme. Also wenn ich das Game das zweite Mal spiele. Und das ärgert mich jetzt, dass ich nicht weiß, wie ich zwischen
zwischen den beiden Kampfstilen wechsle. Oh man, they're already here. These ladies work fast. Ey, hat er mir die Kugel geklaut? Jetzt haben wir da gewechselt. Ach, oh, scheiße, die 1500. Und macht jetzt diesen Angriff nicht? Ah, dann macht er nur, wenn der ignited ist, okay. Na, okay, muss ich aber gucken, dass ich schön ignited bin, damit die Kombos so gehen, wie ich sie gerne hätte. Bin ich jetzt nicht mehr gleitet? Zappelst noch? Das sah gerade aus, wie wenn du deine Todesanimation anfängst. So ändere ich die. Okay, da muss ich aufpassen, nicht dass ich das aktiviere. Das heißt, wenn ich. Willst du noch nicht zurückwechseln? Wechselt er jetzt nicht mehr? Hat er gewechselt? Yeah.
Scheint noch ein bisschen unzuverlässig zu sein. Die Frage ist, ob ich das im hitzigen Kampf hinkrieg. Das. Hellbat. Auf. Was machst du da für einen Scheiß? Oh. Das habe ich befürchtet. Ich bin ausgewichen. Okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. Alter. Das hat mir jetzt zu viel Zeit gekostet. Der hat wieder das gewechselt. Vielleicht mal bei dem. Will aber doch nicht wechseln. Wechselt er wieder. Es ist irgendeine Combo. Fertigkeitenliste. Nach hinten. Was ist jetzt für dich hinten? Das wäre jetzt nach vorne gewesen. Ja.
Na okay, da muss ich aber drauf achten, wie er steht. Hier waren wir doch schon mal. Oh. Geh doch da hoch. Alter, geh doch da hoch, du scheiß Kamera. Na klar. Also Plattformer ist das Game hier nicht so richtig. Doppelsprung machst du nicht. Nicht gleich so. Jetzt springt er da hoch. Und das hätten sie echt besser machen können. Ah! Und die Kamera geht mir auf den Sack. Nur noch mehr. Aber wenn die Kamera hinter mir bleibt, dann funktioniert das auch. Yeah, getting close. I can feel it. Tja, du fühlst es und ich fühle, dass hier wieder ein Kampf auf uns wartet. Aber diesen Kampf, den machen wir erst in der nächsten Folge und ich sage an dieser Stelle danke fürs Zusehen, hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, like und subscribe, damit ihr dann, und wenn ihr es noch nicht schon längst getan habt, die Notation mal aktivieren und das YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt, solltet ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, was wir wo wann bei uns abgeht, habt ihr auch einen Twitter-Account von Dennis, den ihr an Follower drücken solltet und auf alle Fizenz zeigen, einstellen, weil über Twitter hauen wir raus, wo wir live sind, wann wir live sind und wenn irgendwie irgendwo was ist und wenn irgendwie Videos von uns online gehen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, tschüss!